Hallo, 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 hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Sashi und Daniel. Aber ich wollte eigentlich sagen, Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Gut, ja. Macht ja nichts. Wir hätten ja vorher abfrischen können. Ja. Aber hätte man. So ist es ja. Authentisch. Wie hat Lothar Matthäus gesagt? Wäre, wäre Fahrradkette. Ja, egal. Ja. Wir sind heute am 2. August hier bei euch in eurem YouTube-Television, wie sagt man? Ach komm, ist doch egal. Ja. Und wir haben heute auch ein berühmtes Geburtstagskind. Am 2. August hat Geburtstag. Wer? 1976, am 2. August wurde geboren Kathi Wilhelm. Kathi Wilhelm, man kennt sie. Das ist die, eine der besten Biathletinnen Deutschlands. Fünfmal Weltmeisterschaft, zweimal Olympiasiegerin und Sportlerin des Jahres 2006. Also mehr erreichen kann man eigentlich nicht. Oh. Und die gute Kathi hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Kathi, sage ich dir nur. Ja, am 2. August ist auch was passiert. Am 2. August 2005 ist ein Airbus, der Air France A340, ist bei der Landung im kanadischen Toronto von der Landefläche abgekommen und ist in Flammen aufgegangen. Und durch ein Wunder sind alle 252 Passagiere und die Crew gerettet worden. Ja? Das ist aber jetzt nicht die Maschine, oder? Das ist die verbrannte Maschine, wie du siehst. Die haben wir nochmal lackiert. Ah, okay. Natürlich. Okay. Ja? Nee, das ist ja natürlich vor dem Karambolage. Ah, jetzt ja. Ja. Okay. Nee, ist irgendeine andere. Mensch. Okay. Ja, aber das war am 2. August 2005. Da war dieser große Crash in Toronto gewesen mit der Air France-Maschine. Ja. Okay. Passiert normalerweise nicht. Ich bin auch schon Air France geflogen und da habe ich das einzig Gute bei Air France, pass auf, damals, ich bin nach Boston geflogen. Und das Geile war, die haben mir immer Champagner. Ja, genau, so war's. Die haben mir immer Alkohol gegeben. Ich hab da gesessen und da kam die vorbei und hat so Champagner? Hm? Ja. So, no, klar, alles klar. Da kam die Stewardess kam bestimmt 5 oder 6 Mal. Ich war voll wie ein Pisspapier, bis ich da in Boston war, in 6 Stunden. Habe aber immer schön Fernsehen geguckt hier, auf meinen Fernsehen vor mir und habe schön immer einen gebechert. Das war gut. Ist gut gegen Flugangst, wenn man sie hätte. Also das heißt, also ich hätte Flugangst vorgaukeln können. Da hätten mir, geht's? Ja, da hätten die, mir noch mehr gegeben. Oh. Aber am 2. August ist noch was passiert. Ja, und zwar am 2. August wurde Graham Bell dafür geehrt, dass er das Telefon hat er nicht erfunden. Man sagt zwar, Graham Bell wäre der Erfinder des Telefons, aber eigentlich hat er nur die Entwicklung seiner Vorgänger weitergeführt und hat sie quasi zur Marktreife gebracht. Aha, okay. Und dafür ist er geehrt worden in der Form, als dass man ihm die Lautstärkenmaßeinheit auf seinen Namen überschrieben hat. Also zum Beispiel Dezibel, kennst du? Aha. Das rührt von seinem Namen her. Also Dezibel rührt von den Namen, von dem Nachnamen Namen Bell. Graham Bell. Jetzt haben wir was gelernt, du Mensch. Hier, ich sag mal, wie sagt man? Das ist schon lange her gewesen. Ja, was haben wir für einen Auftrag? Bildungsauftrag haben wir. Wir kommen hier auf den Namen nicht. Genau. Ja, genau. Wir haben hier einen Bildungsauftrag bei Shoki, bei Noki und den hast du jetzt volle Kanne erfüllt. So ist es. Wir haben den 2. August gerade hier besprochen. Morgen sehen wir uns wieder am 3. August. Bis dahin könnt ihr hier das Video liken und den Kanal abonnieren. Ich würde mich freuen. Cheerio, Miss Sophie.